Abschied von Berlin nehmen heute die letzten Busfahrer aus der Bundesrepublik. 2 Jahre lang hatten sie die BVG unterstützt. Ich bin einer von den 400 Fahrern und Schaffnern, die sich nach dem 13. August einem Aufruf der ÖTV folgend hier für den Berlin-Einsatz freiwillig zur Verfügung stellen. Wir freuten uns, dass wir durch tatkräftige Hilfe den Berlinern in dieser schwierigen Zeit zur Seite stehen konnten. Und besonders freute uns, dass wir von allen Berlinern, ob Kollegen oder Fahrgästen, freundlich aufgenommen wurden. Und ich kann es von allen meinen anderen Kollegen auch sagen, die mir das immer wieder bestätigt haben. Von nun ab wird die BVG den Betrieb wieder alleine übernehmen. Die Lücken, die durch den 13. August entstanden waren, sind geschlossen. Noch bis zum Juni werden die Verkehrsbetriebe 80 fabrikneue Fahrzeuge erhalten. Auch steht durch Rationalisierungsmaßnahmen und Neueinstellungen das zusätzliche Berliner Personal zur Verfügung. In den letzten 2 Jahren waren 97 Wagen aus 50 Städten der Bundesrepublik in Berlin eingesetzt. Und bis heute Morgen fuhren noch 23 Omnibusse mit den Kennzeichen aus allen deutschen Landen durch die Straßen Berlins. Die letzten von ihnen werden jetzt verladen, um auf dem Schienenwege wieder an ihre Ausgangsorte transportiert zu werden. Auf dem Hofe der BVG in der Cicerostraße beherrschen wieder die bekannten Berliner Doppeldeckerbusse das Bild allein. Aber zahlreiche Ansichtskarten am Schranke des aufsichtsführenden Beamten künden noch heute von der Anhänglichkeit der Gastfahrer. Die meisten von ihnen waren heute noch einmal in Berlin und wurden im Abgeordnetenhaus von BVG, DGB und vom regierenden Bürgermeister geehrt. Aus den Ansichtspostkarten spricht Sympathie und Dankbarkeit. Einer der 400 Fahrer und Schaffner beließ es nicht nur bei dem Spruch »Ich wäre so gern bei euch«, sondern er setzte den Wunsch in die Tat um. Er vertauschte den Platz am Volant mit dem Platz hinter der Theke. Im September 1961 bin ich als Busfahrer nach Berlin gekommen und habe jetzt hier eine Gaststätte gepachtet, weil mir Berlin sehr gut gefallen hat, also besser wie Köln im Moment. Deshalb bin ich hier geblieben. Prost. Die meisten seiner Kollegen, die morgen und übermorgen in die Bundesrepublik zurückkehren, hatten sich bereits gestern Abend zu einem kräftigen Umtrunk zusammengetan. Heute Morgen versammelten sie sich noch einmal auf dem Betriebshof der BVG. Ja, jede Abschiedsfeier ist natürlich fröhlich. Der Abschied selbst ist vielleicht nicht ganz so fröhlich. Würden Sie lieber noch ein bisschen in Berlin bleiben? Also ich würde gerne noch in Berlin bleiben, wenn die Möglichkeit besteht, dass die Familie auch hierher kommen könnte. Mhm. Aber das ist leider nicht der Fall. Ich komme aus Lübeck. Mhm. Mir hat es sehr gut gefallen hier in Berlin. Wo kommen Sie her? Aus Nürnberg. Was ist Ihnen in Berlin am meisten aufgefallen? Was werden Sie so als bleibende Erinnerung und als bleibenden Eindruck mit nach Nürnberg nehmen? Den schönen Berliner Kudamm. Ja, sind Sie die Strecke gefahren? Ja, ein 19er. Es war natürlich eine Umgewöhnung am Anfang, nicht? Auf die neue Strecke, auf die neuen Verkehrsverhältnisse. Umgewöhnung war es weniger, aber die Fahrweise der Berliner. Die fahren rechts, die bleiben stehen, wo sie wollen. Die können nicht Auto fahren, die Berliner. Was ist Ihnen in Berlin am meisten aufgefallen? Am meisten ist mir aufgefallen, dass die Leute sehr, sehr gastfreundlich sind und alle zu uns sehr lieb und nett. Und dann die schönen Straßen, nicht? Die eben in Pirmasens geht nun mal so und mal so. Und das ist dann schon schön, wenn man solche Straßen hat in diesem großen Verkehr hier. Was Berlin ich am Morgen schon gelernt. Ich mir See verkaufen, lieber wasche ich mir nicht. Jedenfalls die Berliner Duftet, nicht? Wunderbar.